Johanna ist ein offener, lustiger, engagierter, lebensfreudiger Mensch. Okay, brauchst du noch jemand? Johanna macht auch gerne Späße mit, wie zum Beispiel eine Mehlschlacht während des Backens von Plätzchen. Ist, glaube ich, immer gut gelaunt. Mit einer einzigartigen Persönlichkeit. Ich engagiere mich, weil ich gerne anderen die Spiritualität in der Gemeinschaft näher bringen möchte. Linz, Österreich. Bei Minusgraden sind die Menschen dort auf der Suche nach Frieden. So lautet nämlich das Friedenslichtmotto in diesem Jahr. Pfadfinder und Pfadfinderinnen aus aller Welt treffen aufeinander. Mittendrin ist Johanna Schilling. Sie ist schon seit 16 Jahren Pfadfinderin. Ich bin bei den Pfadfindern groß geworden und da ist mir schon immer dieser Zusammenhalt aufgefallen. Und es gibt bei den Pfadfindern aber nicht mehr Zusammenhalt, sondern eben auch viel Spiritualität. Und Spiritualität ist etwas, was ich gerne in meinem Leben haben möchte. Und dafür stehen Pfadfinder für mich. Deshalb hat sie sich 2017 auch dazu entschieden, Leiterin bei den Pfadfindern zu werden. Ich engagiere mich, weil mir das unglaublich viel Spaß macht und weil man einfach von den Kindern und von den Jugendlichen so viel zurückbekommt. Und man kann sich bei den Pfadfindern unglaublich gut ausprobieren. Und auch wenn man mal Fehler macht, ist das nicht so schlimm. Man wird von der Gruppe aufgefangen und ja, kann aus seinen Fehlern lernen und aufstehen und weitermachen. Ihr Engagement bei den Pfadfindern bedeutet viel mehr, als nur gemütlich am Lagerfeuer zu sitzen. Johanna organisiert Aktionen, nimmt an Schulungen teil und hat immer ein offenes Ohr. Das ist zeitintensiv. Es gibt schon Situationen, wenn man sich manchmal so denkt, oh, jetzt habe ich gar keine Lust mehr. Aber wenn man dann hinter dieses fertige Paket sieht, was rauskommt und die Freude in den Gesichtern von allen anderen, dann hat sich der Aufwand einfach gelohnt. Eine ganz besondere Belohnung für ihr Engagement ist es, dass Johanna in diesem Jahr das Friedenslicht, welches in Bethlehem entzündet wird, aus Linz abholen darf. In jedem Jahr wird ausgelost, wer mit der deutschen Delegation zum Aussendungsgottesdienst nach Österreich fahren wird. In diesem Jahr hatte Johanna Losglück. Sie hat bisher nur die späteren Aussendungsgottesdienste in Deutschland besucht. Es ist jetzt einfach super spannend, dass ich jetzt auch den Weg davor gehen durfte. Und das ist sehr schön, dass ich jetzt diejenige sein darf, die das Licht hier an alle weitergibt. Das Friedenslicht aus Bethlehem ist eine Aktion, die besonders das Gemeinschaftsgefühl stärkt. Besonders als Pfadfinderin ist für mich Gemeinschaft immer das, was mich auch mit meinem Glauben verbindet. Und ja, Friedenslicht ist Gemeinschaft. Das friedliche Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Nationen bekommt, gerade angesichts der vielen Kriege, noch einmal eine besondere Bedeutung. Nun startet ein echtes Pfadfinder-Abenteuer. Wir sind auf alles gewappnet und wir haben irgendwie, trotzdem verlieren wir nicht den Spaß. Jetzt muss das Friedenslicht mit dem Zug nach Deutschland transportiert werden und darf dabei natürlich nicht ausgehen. Aber mit Feuer kennen sich die Pfadfinder ja zum Glück bestens aus. Betriebsfahrt, das ist unserer! Müde Gesichter, aber kein Wunder, bei 13 Stunden Fahrt und mehreren Umstiegen. Sobald der Zug an einem deutschen Bahnhof hält, springen die Pfadfinder kurz hinaus und verteilen das Licht weiter. An andere Pfadfinder und Privatpersonen. Aber trotz all der Hektik sind es vor allem die stillen Momente, die Johanna in Erinnerung bleiben. Ich fand den Moment in der Kirche total toll, als die ukrainische Pfadfinderin ihre Fürbitte gesprochen hat und mit Tränen in den Augen einfach erzählt hat, wie wichtig besonders in dieser Zeit der Frieden ist. Ja, und dann von allen einfach einen großen herzlichen Applaus bekommen hat, einfach dafür als Zeichen, dass alle hinter ihr stehen. Und ja, ich glaube, ich hatte selber in dem Moment ein bisschen so Tränen in den Augen und ich glaube, so ging es einfach vielen um mich herum. Das war irgendwie ein sehr spiritueller Moment und da hat man richtig dieses Gemeinschaftsgefühl gemerkt. Aktionen wie das Friedenslicht haben auch für Johannas Glauben eine ganz besondere Bedeutung. Wenn es Situationen gibt, wo man einfach merkt, irgendwie, da kann gar kein Gott da sein, wenn man zum Beispiel an den Krieg in der Ukraine denkt,
Ja, und dann gibt es aber irgendwie doch so Situationen wie zum Beispiel mein Friedenslicht, wo dann sowohl die Ukraine da war als auch andere Nationen, wo man dann einfach merkt, es ist doch Gemeinschaft da und es ist doch jemand da, der einem doch Licht schenkt und Hoffnung gibt. Obwohl Glaube, Kirche und das Pfadfinderdasein für sie miteinander Hand in Hand gehen, hat Johanna einen Wunsch. Ich denke, die Kirche könnte sich manchmal ein bisschen eine Scheibe abschneiden von den Pfadfindern. Die Pfadfinder sind einfach sehr offen und wir nehmen jeden auf. Und man merkt das immer wieder, wenn man zu Veranstaltungen kommt, dass wirklich jeder herzlich willkommen ist. Und das wünsche ich mir auch für die Kirche. Und dieser Wunsch soll am 3. Advent in Erfüllung gehen. Und zwar beim Aussendungsgottesdienst in Dortmund. Der vermittelt nämlich genau dieses Willkommensgefühl. Er ist bunt und vielfältig. Rund 800 Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind angereist, um das Friedenslicht auch in ihre Heimatgemeinde zu holen. Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslichts erinnern die Pfadfinderinnen und Pfadfinder auch an die weihnachtliche Botschaft. Weihnachten ist so das Endziel vom Friedenslicht, dass das überall angekommen ist. Und ja, Weihnachten sind dann eben alle in diesem großen Friedensnetz quasi eingesponnen und haben das Friedenslicht bekommen. Und Johanna sorgt mit ihrem Engagement dafür, dass sich dieses Friedensnetz im Erzbistum Paderborn und darüber hinaus ausbreiten kann. Das war meine Geschichte. Wenn ihr noch mehr Geschichten hören wollt über junge Menschen im Erzbistum Paderborn, dann klickt hier für die Reihe Mein Engagement und hier für den JuPax-Kanal.